Herr Präsident, wir Piraten sind immer froh, wenn es darum geht, Zun und Bildung sowie die Forschung zu investieren. Wir glauben, dass weitere strukturelle Verstärkungen vom Bâtiment Laboratoire und Sid Pelver natürlich eine große Bereicherung für die ursächlichen Forscher sind. Das tut dann eine positive Konsequenz für Lützeburg als Forschungsplatz, weil wir mit dem modernen Laboratoriematerial kompetent Forscher aus aller Welt hier können anlackeln. Muss ich noch ein Kehr loben, dass für dieses Projekt die Enveloppe von 140 Millionen ziemlich gut angehalten ging. Und wir dürfen die 51 Millionen investieren können, ohne diese auf dieses Budget zu reportieren. Natürlich hätte in dieses Enveloppe auch holen können, an Zun an den Fonds lehren. Wir sind aber auch verstanden, dass das Zun an der Forschung ein mehr höherer Return on Invest besetzen, wie auf eine Spur kommt. Worüber wir allerdings nicht froh sind, als der Fehler, dass als kein konkret Zölle vielleicht werte Spaß dann lo genau kosten wird. Der Staatsrat hat das auch an einem AV kommentiert, und wir schließen aus diesem AV an. Es kann nicht sein, dass wir Projekte in der Millionenhöhe müssen stimmen, und wir keine Devise vielleicht haben, den zumindest grob Kosten abschlüsselt. Zu so einem Projekt werden nicht mehr wie 51 Millionen Kosten, und da wir am Budget bleiben, als keine seriöse Planung, und leider ein dicker Minuspunkt für die Regierung in Sachen Transparenz. Wenn wir aber die Wichtigkeit vom Projekt erkennen an als Forschungsplatz zu Lützeburg nicht dafür strafen wollen, werden wir Piraten diesen Gesetzestext am Ende von der Forscher von Belval Matro. Merci. Merci vielmals, Herr Görgen.